In kirchlichen Einrichtungen leisten engagierte Menschen Tag für Tag wichtige Arbeit. Sie helfen Kranken und Bedürftigen, betreiben Kindergärten und Schulen oder halten die Gemeinde am Laufen. Das kostet jede Menge Arbeit und Schweiß, aber auch viel Geld. Milliarden Euro geben Kirche und Diakonie jedes Jahr aus für Strom, Büromaterial, Lebensmittel, Bauprojekte und Instandhaltung. Einkäufer haben in der globalen Wirtschaft eine große Macht. Allerdings muss sie gezielt genutzt werden. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob Produkte zulasten von Mensch und Umwelt hergestellt werden. Denn das passiert viel zu oft. Benutzen wir zum Beispiel große Mengen Druckerpapier aus ungeklärter Herkunft, nehmen wir das Risiko illegal abgeholzter Wälder in Kauf. Besser ist es, Recyclingpapier zu nehmen. Darauf lesen sich Liedtexte und Sitzungsunterlagen genauso gut. Als Kirchengemeinden können wir auch Ökostrom beziehen und auf eine umweltfreundliche Büroausstattung bestehen. Dass der Kaffee aus fairem Handel stammt, der die Produzenten gerecht entlohnt, sollte sich von selbst verstehen. Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. Bei Festen und Veranstaltungen könnte das Fleisch Bio sein und aus der Region stammen. Auch vegetarische Gerichte sind immer eine gute Idee. Das hat viele Vorteile für Produzenten, Umwelt und Genießer gleichermaßen. Lasst uns kreativ werden und so noch mehr bewirken. Zum Beispiel, indem wir tauschen und leihen, statt zu kaufen. Langlebige Güter werden gemeinschaftlich genutzt, gegen eine Gebühr oder sogar weitgehend kostenlos. Teilen statt besitzen. Das alles zu organisieren und die Kosten im Blick zu halten, ist eine große Herausforderung. Im Ergebnis wird es sich jedoch lohnen. Und es ist immer ein gutes Gefühl, das Richtige zu tun. Dass Kirchen ihre Marktmacht zum Guten nutzen, ist letztendlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Hilfe für den Einkauf mit Herz und Verstand gibt es jede Menge. Brot für die Welt gibt Ihnen auf unserer Website einen guten Überblick über die vielen Möglichkeiten. Mit einem ökofairen Einkauf kann jeder Küster und Jugendreferent, jede Gemeindesekretärin, Pastorin und jeder Kirchenvorstand ganz nebenbei ein wenig die Welt retten.